Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Alive in the Woods. Wir wollen Stairs. Wir wollen Stairs. Wir wollen Stairs. Genau, wir wollen jetzt Stairs, weil wir sind hier gerade die Leute, die Meute ist los. Alle sind am Demonstrieren, denn die weltberühmte Stairs-Knappheit ist losgebrochen. So, wir brauchen Stairs. Genau, ich sag. Wir brauchen Stairs. 8 Stairs. 8 Stairs und 5 Blöcke, das ist ja wieder. Was cool wäre, wenn ich die jetzt so. Ja, das ist doch geil. Doch, da könnte ich mich. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen. So, pass mal auf. Nein. Ja. So, und jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Gehen nicht. Gehen einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Nee. Gehen nicht. Ich mache gleich Erde hin oder was. Jetzt muss ich hier eh nebendran wieder hoch. Reichen jetzt ja wieder nicht bis oben hin. Boah. Wow. Irgendwelche anderen Blöcke. Ich will. Ja, komm, knall ich mal wegen Steine unten drunter. Das ist der größte Quatsch jetzt. Was qualmt denn da hoch? Mach's gut, Timecrafting, sehr cool. Danke, dass du dabei warst die ganze Zeit. Aber ganz ehrlich, was qualmt denn? Was qualmt? Was? Ist es der Stein in der Hand, den wir haben, der qualmt? Was denn? Ja, das ist der Hungereffekt, weil wir verhungern sind. Warte, aber seit wann qualmt das denn so? Hat das Qualmen aufgehört. Das ist ja krass. Hat man nie gemerkt, dass der Hungereffekt so Qualm oder sowas macht. So, wir. War ja klar. Wäre ja zu schön gewesen, wenn es direkt auf Anhieb geklappt hätte. So. Nein! So. Und wir gehen jetzt hier mit Steinen wieder hoch. Auf die unrühmlichste Art und Weise. Noch schlimmer. Müssen wir ja auch hoch, also von daher kommen. Wir müssen. So, wartet mal. Jetzt passen sie wenigstens. So, puh, erledigt. So, und jetzt den. Ich hoffe mal, wenn ich das Gitter drauf mache, dass das Gitter nicht irgendwie mit dem Carpenter-Block reagiert. Den kriege ich jetzt noch da dran. Das heißt, wir müssen die Carpenter-Blöcke. Wir müssen sie erst versiegeln nach oben. Krass, dass sie so weißen Blitzer durchkriegen. Beim Abbauen. Vielleicht doch irgendwie Geister oder Seelen in diesen Steinen gefangen. Wer weiß, wer die gebaut hat, unter welchen
unter welchen Arbeitsbedingungen die gebaut werden mussten und wer dabei sein Leben gelassen hat. So, jetzt haben wir das so. Und jetzt haben wir halt meinetwegen, ganz ehrlich, das muss in dem Bereich, würde ich es nicht aus Stein machen, da würde ich es echt aus Holz machen. Jetzt haben wir hier innen drin sehr hell alles. Das heißt, wir könnten eigentlich hingehen, ein sehr helles Holz nehmen, wie eine, ja gut, Birke passt nicht. Wir müssen schon Eiche nehmen. Eiche habe ich wieder verarbeitet alles, gell? Wir brauchen Eiche, komm. Habe ich das blöde Scheißding wieder eingesammelt? Nein. Hat sich jetzt despawned mittlerweile. Sehr gut. Wir hauen jetzt erstmal hier die Eichen weg. Die pflanzen wir wieder neu an. Wir setzen nämlich einfach ein paar die Eichen auch teilweise als ganze Hölzer packen wir die dran. Und werden den Boden, wir können den Boden ja, wir brauchen den gar nicht aus Brettern machen. Wir ziehen ihn einfach aus Stämmen. Müssen wir anschauen, wie das aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar ganz gut aussieht. So, ich hoffe, dass die sich alle wieder selbst aussehen, weil ich jetzt keine Lust habe, hier durchzulaufen, den Gärtner zu mimen und wieder alles anzupflanzen. Normalerweise sollte es sich wieder selber aussehen. Ansonsten fehlen uns wieder sehr viele Eichen. Ist was hängen geblieben oben am Baum? Nö. Oder haben wir ein paar Essenssetzlinge bekommen? Einen haben wir bekommen. Komm hier, Spitzhacke weg. Ist auch kaputt. Komm, gib mir nochmal zwei, drei Setzlinge, genau. Ja, Apfel. Ah. Weil das sind sowieso gerade hier neben meinem Nachbarbaum gekommen. Nee, ist schon noch alles da in dem Bereich, wo wir es abgebaut haben. Aber hier sind bestimmt noch. Die spawnt ein bisschen langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass da innen drin noch ein paar Stämme festhängen, auf jeden Fall. Wäre nicht verwunderbar. Daneben hier aufpassen, das sind noch aktive Bäume. Aktive Bäume. So. 3, 4, jo. Komm, wir können wieder ganz dicht hier wachsen, meinetwegen. Das stört mich gar nicht. So, dich nehme ich mit. Dich da nicht. So, der Apfel, der gibt mir jetzt Kraft, wenn wir uns an die Arbeit stürzen. Dann machen wir nämlich jetzt mal Folgendes, so ähnlich wie hier. Weil da müssen wir auch noch dran denken, wir brauchen noch dieses Höllenrindenzeug wieder. Und zwar hatte ich überlegt gehabt, ob wir hingehen, wenn wir das Holz dann längst einziehen, also dass wir oben die Maserung und unten haben, müssen wir mal schauen, wie das dann ausschaut. Weil, genau so will ich es haben. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt bei den Übergabepunkten, wie das aussieht. Sogar ganz geil. Ist das geil oder ist das nicht geil? Ich weiß nicht. Doch, oder? Ey, meine geile Kletterkonstruktion. Kein Mensch baut das aus so Steinen. Nee. Gibt's extra diesen Astdreher? Also so. Anders können wir es nicht machen. Wenn ich ihn nach unten mache, dann ist er unten weiß. Ja, wobei, das ist doch okay, oder? Ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie so großartig schlimm aussieht. Hat sogar ein bisschen was Cooles irgendwie, finde ich. Nein. So. Was habe ich bitte jetzt gerade? Ah, Leute. Aber wo ist denn das andere abgeblieben, was ich da eben platziert habe? Was habe ich denn jetzt? Wo habe ich jetzt irgendwo an der Wand was farbig Holz dran geklatscht an die Wand oder was? Und jetzt hoffentlich. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das für Müll?
So, wenn ich jetzt von hier aus versuche, daran zu gehen. Okay. So ist es okay, oder? Das sieht durchaus gut aus. Was natürlich auch geil wäre, wenn wir hier ein Holzgeländer hätten. Und hier wären so Sitzelemente, so Sessel und Sofas. Da kann man hier so sitzen. Oh, kann geil hier hinten raus in die Berge schauen. Und hinten dran ist dann so das Treppenhaus. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein paar schmiedeeiserne Gitter machen. Ich muss mal schauen. Ich habe oben noch... Wird ja wieder Nacht. Ich habe oben bei uns im alten Haus, habe ich glaube ich noch Eisen eingelagert. Weil wir brauchen noch unbedingt mehr Eisen. Tja, warum bin ich kein Architekt geworden? Genau. Es ist auch wirklich schön, was ich hier baue. Macht das nicht immer lustig. So, ein Zaun, was brauchen wir? Eins müssen wir noch herstellen, auf jeden Fall. Haben wir... Ja, oben haben wir noch Eisen, oder? Ansonsten müssen wir auch bald wieder runter in die Mine. Hier, schaut euch das mal an. Findet ihr echt, dass es schlecht aussieht? Ehrliche Meinung. So. Wenn es veröffentlicht wird, das Video, kannst du ein Like da lassen. Ey, ganz ehrlich, zwei Eisen. Oh, Kaktusgrün. Aber... Jetzt haben wir auch kein Eisen mehr, oder was? Ah, oh, ist doch furchtbar. Wir klappern jetzt nochmal den Gasthof ab, ob da noch Eisen ist. Ansonsten könnte es sein, dass wir unsere gesamten Eisenbestände schon wieder aufgeeist haben. Wäre ärgerlich. Ich könnte die Zäune hier abreißen. Ne, die brauchen wir auch noch im Dorf, sind die ja noch schön. Vom Philipp-Drachenberg-Weg. Jetzt wird's eng, hier ist nämlich Essen nur noch drin. Wir haben kein Eisen mehr. Letzte Chance nebendran bei den Kumpels. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe aber irgendwo noch einen Block. Das ist Gold. Hellgrüner Stein. Da ist kein Eisenerz drin. Was sagt der zweite Rucksack? Hätte nie gedacht, dass wir so wirklich so verschwenderisch mit dem Eisen sind. Ja, die Küperpolizei, ja. Da war ein Stack mit... Da war noch Eisen, den ich nicht aus dem Stein rausgeschmolzen habe. Irgendwo war noch was. Ha, Eisenerz. Wusste ich's doch. Ich weiß auch, dass diese Höllenrinde daneben niemals wachsen wird anscheinend. Die müssen wir echt im Nether nochmal anpflanzen. Wir müssen sparsam sein mit dem guten Eisen. Eisen, Eisenpumpeisen, gell? Die Alteingesessenen von euch kennen das noch. Ich habe Ordnung in den Kisten, aber ich habe einfach zu viel. Ich habe einfach zu viel. Eisenbahn, das war Refined. Wir können auch wieder mal ein Bett hier reinstellen. Wir haben jetzt zu viele Betten. Kann ich das längst vor die Kisten stellen? Sehr bequem. Oder hier so liegen. Kann man im Liegen so... Oh, kann neben die Kiste aufmachen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man sie aufmachen und sowas. So, wir brauchen doch eh nur 6 Barren, damit wir... gibt es direkt 16 Geländer? Jo, ja, mega. Mega. So, dann nehmen wir den guten alten Schüssel. Und dann machen wir die oben mal hin und dann ist es nämlich fertig. Und dann machen wir uns jetzt nämlich in dieser Folge noch Gedanken um die Treppe nach oben. Da würde ich auch sagen, dass wir keine Steintreppe, sondern dass es auch eine Holztreppe sein soll. Damit es auch mal hier fertig ist, dann ist ja eigentlich der Vorraum
außer Verzierung und sowas ist er da mal wenigstens abgeschlossen, weil das geht mir schon die ganze Zeit ein bisschen auf den Keks, dass wir da auf der Baustelle rumlaufen. Wir holen jetzt gleich noch eine Eiche. Zwei Eichen brauchen wir für hier neben. So, komm, dann machen wir das Gitter, beziehungsweise wir können das Gitter gerade noch ein bisschen da drüben verbauen am Platz, wenn da noch ein bisschen Bedarf für Gitter ist. Nee, wobei, das ist schon gut alles hier mit dem Gitter. Nach hier hinten raus haben wir gesagt, da machen wir keins, oder? Wollen wir hier so einen Zaun hinmachen nehmen? Nö. Gibt ja keine Notwendigkeit für. Dann packen wir das Gitter mal in die Kiste. Ja, prüfe es nach. Oberfeld. Das stuft's. So, ich wollte jetzt gerade ein... Wir sind schon wieder verhungern. Ist auch nicht die ganze Zeit... Haben wir auch sonst keine... Mal wieder keinen rohes Fleisch. Wäre Zeit, dass wir auch hier mal in die Öfen... Dass wir auch hier in die Öfen mal... Was heißt hier in die Öfen? Die Öfen, die jetzt noch nicht existieren. Habe ich noch irgendeinen Bruchstein einstecken? Kies... Können ja auch so ein Dings aus Kies bauen, dann kracht dann direkt in sich zusammen. Speckstein. Ach komm. Es hilft alles nichts. Bringt jetzt nichts, dass ich mir da die vier Fleischhäppchen reinhau. Wir müssen das Feld abernten. Wir müssen aber wieder auch mal uns ums richtige Feld kümmern. Aber wer weiß, vielleicht nehme ich mir irgendwann mal die Nati mit hier ins Spiel rein oder so, die mir dann hier ein bisschen assistieren kann, so bei der Feldarbeit. So, wir könnten auch Brote backen. Machen wir auch noch ein paar Brote. So. Starving. Hier, wenn unten noch zwei Keulen Vorrat da sind, dann ist man garantiert nicht am Verhungern. Ich weiß nicht, was der immer hat hier, der Charakter. Dass der da immer, was habe ich das Fleisch weggetan? Ne, habe ich noch da. So, ich wollte gerade hingehen und zwar Brote backen. Na also, geht doch. Direkt auf Anhieb gefunden. Oh, hier, komm. Ey! Ich sollte Feierabend machen. Wo? So, wir haben jetzt Brote. Die können wir erstmal essen, dass wir jetzt was haben. Da haben wir mal die Ofenkartoffeln rein. Schon 16 als 6 Zombiefleisch drin. So, was haben wir gesagt, was wir machen? Wir wollen uns jetzt mal um die Treppe kümmern. Wir brauchen eine Eiche dafür. Das ist die perfekte Eiche, die wir gerade hier weghauen, weil die so viel Holz drin hat. Aber hier kommt wieder Setzling hin, die war gut gewesen. Die hätte ich gerne wieder hier. So, da war einer. So, viel Spaß beim Wachsen. Wie viele Stämme waren das? 9. Könnte zu wenig. Ich hau noch eine weg. Könnte nämlich zu wenig sein. Nicht, dass mir es irgendwie gerade dann bei 1-2 Stück fehlt. Und das wäre sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, hier kommt ein Setzling. Auf, komm, gib her. Setzling. Komm, sonst gibt es immer Unmengen an Setzlingen und alles
zählt sich selber wieder aus und sowas und diesmal nicht, oder was? Wir haben auch gar keine Musik mehr, fällt mir ein. Aber wir machen ja auch gleich einen Break, also von daher werden wir uns jetzt gar nicht mehr darum kümmern, dass die Musik wieder läuft. Aber was ist denn los hier? Nee, nicht wirklich jetzt, oder? Soll hier kein Baum mehr wachsen? Na gut, wächst halt keiner hier. Spiel, du hast es so gewollt. Ihr seid am Baum, am Wald sterben, seid ihr auf jeden Fall beteiligt. Also nicht ihr, die Zuschauer, sondern hier das Spiel selbst. So ist das. Und hätten 9 gereicht? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hätten nicht gereicht. So. War ja klar gewesen. Gut, dass wir 2 Bäume platt gemacht haben. Komm, ich mach die Musik wieder an. Eigentlich müsste es noch laufen. Weiß nicht, warum sie wieder nicht läuft. So. Achso, jetzt sehe ich meinen Stream wieder nicht. Ah. So. Wir bauen den Mordsbums dahin, ja klar. Das meine ich schon. Oder meinst du die Nati? Cool. Ja. Was? Nee, es kann doch nicht sein, dass der letzte Block... Ah. Warum? Warum passiert mir sowas? Und da muss echt dieser rote Teppich muss dahin. So, jetzt Achtung. Oh, zack. Der rote Teppich passt ganz gut. Den können wir als Bodenbelag machen, weil hier ansonsten müssten wir echt den Boden rausreißen und den Boden durch irgendwas anderes ersetzen oder sowas. Wenn wir Holz hin machen, ist auch nicht gut, weil er liegt auf dem Steinboden auf. Das weiß ich noch nicht. Aber ich hätte ganz gerne die Treppe halt noch irgendwie gemacht. Und zwar machen wir jetzt erstmal, wir machen jetzt einfach mal quick and dirty die alte, was ist denn daneben eigentlich? Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein Bug. Was ist das? Was ist das? Eine Eichentreppe, oder? Wo hat denn der jetzt wieder was platziert? Was ist das? Verdammt nochmal. Der hat... Das Geile ist aber, wir können hier dann sowas machen wie ein Teppichboden, der da auf dem Boden drauf ist. Hallo? Haben wir nicht Eiche unten im Lager? Man sollte nur bewaffnet ins Lager gehen, weil man weiß nie, was sich bei Nacht hier unten alles so rumtreibt. Wobei anscheinend gerade nichts, aber es gibt dunkle Ecken da hinten. Da will ich nicht ausschließen, dass da mal irgendwas spawnt. Aber haben wir, ich sehe gerade, ich gucke mir das Regal von hier oben, nehme ich mal an. Wir haben noch, doch, wir haben Eiche hier eingelagert. Ne, Tannen und Mammutholz. Haben wir was anderes, was wir gerade mal hier unten reinschmeißen können? Jo, ach, keine Lust jetzt zu sortieren. Das ist wieder sowas Typisches für zwischen den Folgen. ZDF-Bogi. Wie sieht's denn sonst mit Monstern aus? Vor allem, ich kann nicht nur nicht schlafen, wenn Monster lesen. Ich glaube, ich kann auch nicht schlafen, wenn ich nur ein halbes Bett habe. Da passe ich halt mit meinen 2 Metern nicht so rein. So, jetzt aber. Da reibe ich mir auch die Äuglein. So, jetzt holen wir uns noch Eiche. Okay, Monster. Ich habe erstmal, das habe ich hier für so einen Schwanz von so einem Drachen oder sowas gehalten. Hä? Was war ein Villager-Zombie, gell? Was für ein Tier höre ich denn da? Irgendein Insekt, aber ich sehe es nicht.
Der Creeper da hinten. Ich muss jetzt an die Bäume halt ran, weil... Nati? Nati? Da sind so zwei Riesen da hinten. Kann ich die... Sollte ich die angreifen? Oder sollte ich es lieber sein lassen? Was heißt Riesen? Die haben drei Köpfe oder was? Einer hat einen Kopf, der andere hat zwei Köpfe oder was? Das ist ja krass. Sollte man die angreifen? Nee. Warum nicht? Sind die extrem hart? Der eine hat... Da hinten, der hat zwei Köpfe, der andere, oder? Komm, wir probieren das mal. Was sind das denn für welche Typen? Uah! Ach du Scheiße. Ey, Mann. Verdammte Kacke. Hoffentlich habe ich jetzt nicht damit auch noch den anderen Typen da angelockt. Ich bin richtig erschrocken eben. Oh Mann. Ich glaube, die sind fies. Die sehen auch fies aus auf jeden Fall. Vor allem der mit den zwei Köpfen sieht fies aus. Wieso hat er zwei Köpfe? Der eine mit einem Kopf geht ja noch. Aber hier mit zwei Köpfen, das ist so ein Etienne von was, blöd ist, dass die jetzt gegen das Licht stehen. Und eine Lore ist auch noch hier, oder was? Ey, was geht denn ab hier? Ey, was für krasse Monster, oder? Aber jetzt ohne Scheiß hier. Dumm und Dümmer. Das ist der richtige Name für die beiden hier. Weil das sind so die typischen Hohlroller Oger oder sowas. Ich habe Hunger, ich muss kacken. Ich müsste mal hinkriegen, dass die beide, wie kriege ich die denn, kann man jetzt so ein Schaf hinschieben, der frisst doch so ein Schaf bestimmt zum Frühstück oder so. Ich will die mal so haben, dass ich alle beide auf einem Foto, ja, ich will dumm und dümmer auf einem Foto haben. Die sind anscheinend peaceful, kann das sein? Kann sein, dass der ist peaceful, der macht mir gar nichts. Auch nicht, wenn ich dich schiebe zu seinem Kumpel. Guck mal hier. Wir schieben die mal zusammen und machen mal Dumm und Dümmer Folge draus. Komm mal her, du gehst mal zu deinem Kumpel. Na, du bist auch friedlich, oder? Hier, komm mal, guck mich mal an, Jungs. Ey, bleib mal hier, warte mal. Ich schieb dich mal gerade, das Problem, ich bin in deiner Eisenhosenhöhe und es soll jetzt keine unsittliche Berührung sein. So, jetzt. Mega geiles Bild. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich einen von beiden angreife, ob der andere da auch sauer wird. Erstmal den einen wegschieben ins Wasser rein oder so. Komm, geh mal weg von deinem Kumpel. Ich muss die mal so fotografieren, dass meine Burg im Hintergrund ist. Auf, dreht euch um. Geiles Bild. Boah, geil, geil. Richtig geiles Fotoshooting. So, und jetzt werde ich euch eins mit dem Diamantschwert überbrezeln. Und dann schauen wir mal nach, wer den längeren hat. Er hat gar nicht so viele Hitpoints. Oh, boah, mit der zuhaut. Der lässt einen Obsidianblock liegen. Der macht Boden weg, wenn er zuhaut. Was halt geil wäre, was der dadurch, dass der nicht böse ist. Ich habe deinen Kumpel getötet, ist das in Ordnung für dich? Dadurch, dass der nicht böse ist, wenn wir dem einen Name-Tag verpassen, dann könnten wir den als Maskottchen behalten oder so. Aber die Frage ist, der wird doch bestimmt despawnen, der bleibt doch nicht hier, oder? Ihr haut nicht zu, vergesst es, ihr macht mir nicht... Nein, keine Unordnung hier machen! Das Stöhnen ist noch geblieben. Waren die auch da gewesen? Warum ist das da kaputt? Boah, ey, Mann. Dumm und dümmer. Und diese Oger, die waren doch auch früher bei Warcraft oder sowas so. Ich hab gefurzt. Nein, du warst das. Die haben doch immer so ein Blödsinn geredet. Ich bin hierher gekommen, weil ich eigentlich Eichen holen wollte. Man kommt mal hierher und will Eichenholz für die Treppe haben. Und was findet man? Oger. Nati, du hast gesagt, dass die böse sind. Die waren gar nicht böse, das waren meine Freunde. Und ich habe meine Freunde jetzt getötet. Nati, warum?
hier, gib mir jetzt noch Setzlinge. Oh ja. Oh, war mein krass, mein Inventar ist schon wieder voll, oder was? Och, Leute. Kronleuchter. Also ich dachte eben schon wieder irgend so eine Billigpflanze, die ich eingesteckt habe, dass wir wieder... Hier, komm, weg mit dem scheiß Zombie-Kram da. Ja, und jetzt? Ach, der Obst... Cutbird-Analyschen. So. Nein, Cutbird-Analyschen, du kommst weg. Zack. Nati, du bist schuld, dass die Ogre gestorben sind. Ich sagte, hauen, nicht töten. Wo ist denn diese Scheißhausfliege, die hier rumbrummt? Wo ist die? Ich sehe sie nicht. So, wir nehmen das Holz jetzt und machen mal die Treppe. Komm. Dass das fertig ist. Das wollten wir in dieser Folge hinkriegen. Und die Folge ist schon lang. Und dann haben wir es aber hingekriegt. Machen wir es mal auf der einen Seite. Ich weiß, unten drunter muss er auch noch gemacht werden. Achso, okay. Ich dachte schon wieder. Sollen wir die nach oben kloppen? Oder noch weiter spitz zulaufen lassen? Das hat man schon mal testweise gemacht gehabt. Das sah, glaube ich, nicht so gut aus. So. Da müssen wir noch innen drin noch schrägen hinten hin. Ja, aber schau mal, ging fast perfekt auf. Ups. So. Okay. So. Da kommen noch Geländer und sowas dran. Wobei, es sieht jetzt doch ein bisschen klotzig aus. Kann ich den nachträglich noch hochkloppen? Boah. Müssen wir noch schräg hochlaufen lassen, ja? Wobei, wir haben keine Schrägen. Wir haben keine Carpenter-Schrägen. Stufen? Nee. Muss schon eine Carpenter-Schräge sein. Kein Bock mehr. Wir müssten aber. Wo ist die Schräge? Okay, sie ist recht simpel. Das passt sogar. Da kriegen wir nämlich so. Da kriegen wir also 6 Stück reichen uns. Das brauchen wir, die Stufen brauchen wir nicht. Ich hab's überlesen, was ihr da geschrieben habt. Ups. Hey! Ja, doch, ich glaube, für die Treppe selber sieht das besser aus. So. Jetzt kann ich mein Foto machen. Tada! Nein, ich ignoriere den Chat nicht. Creeper-Schaden. Wir können mal, schreibt es doch mal bitte in den Discord rein. Das diskutieren wir mit den anderen Usern das was auch aus. So, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Direkt 2 Likes da lassen. So,
Ich freue mich drauf, wenn wir wieder spielen und es weitergeht. Und ich sag mal, man sieht schon einen deutlichen Fortschritt hier am Bauwerk. Und ich denke mal, dass wir entweder oben in den oberen Räumen weitermachen oder wir vielleicht den Speisesaal oder sowas bauen als nächstes. Ich muss mal überlegen. Wir müssen aber auch anfangen, wir brauchen noch Eisen und so. Das heißt, ich muss mal wieder in die Mine runter. Wir könnten nochmal wieder eine Reise machen. Wir könnten auch eine Reise in fremde Biome machen und auch dort dann aus den offenliegenden Felswänden zum Beispiel Eisen abbauen. Müssen wir uns aber überlegen, wie wir das machen. Also, ich freue mich drauf. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.